Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS2 auf der Promo 2.11 und im Anhang die alte ROSMAP 1.6.3, die jetzt eine neue Version hat, und zwar die Version 1.7, die wir aber noch nicht spielen. Soweit dazu. So, wir sitzen hier schön romantisch, ne? Parkplatz, Jacquelinchen, bisschen Verkehr. Und jetzt geht's weiter. Wir müssen nach Bulgarien mit unserem Cola-Sirup. Es nützt nichts. 1500 Kilometer noch vor uns. Das heißt, DAF an. Der Fahrer setzt sich auch mal in die Kabine. Der Jacquelinchen. Der Fahrer setzt sich mal rein, ne? Ja. So, wir machen mit unserem Warnblinker an, weil wir wollen hier gleich mal ohne Einweiser so ein bisschen rückwärts fahren. Das sollte nicht weiter schwer sein, das kriegt sogar ich hin. So. Langt. Langt. Tja, apropos krieg sogar ich hin. In der letzten Folge hatte ich das ja schon mal so ein bisschen angedeutet, ne? Heute wollen wir mal so ein bisschen, ne? Was passiert zu dem Onkel Nubi, ne? Onkel Nubis Leben, Kapitel 83, ne? Was reißt er manchmal für Dinge? Tja, mir schoss es irgendwie so durch den Kopf. Eigentlich könntest du doch mal hier, ne? Machen doch alle anderen YouTuber auch hier eine Facecam. Machst Facecam. Ja. Okay, habe ich mir eigentlich immer gedacht, ne, eigentlich nicht so, ne, aber vielleicht ja doch, und vielleicht will das der eine oder andere ja auch, ne, mich hier persönlich so sehen und so, ne. Man weiß ja nie, manch einer hat ja so ganz merkwürdige Ambitionen. Dachte ich, okay, kannst es dann ja mal ausprobieren, ne, kannst es dann ja vielleicht mal machen, ne. Im Hinterkopf immer gewusst, alles klar, in dem Karton, den du vor deiner Frau versteckt hast, da, wo die Männer Elektroprodukte sind, ne? Da hast du noch eine Webcam drin liegen, ne? Die kannst du dann hier schön mal an deinem PC anschließen und dann geht das los. Tja, ich also auch das Schmuckstück rausgeholt, ne? Angeschlossen am PC. Passiert nichts. Okay. Windows 10, ne? Ist klar, kannst du ja fragen, was ist los? Kein Treiber. Ich denke, alles klar, kein Problem. Hey, hast du Internet? Ja, hat er Internet? Ja. Internet angemacht, ne? Mhm. Dann das Produkt eingegeben mit Vermerk, ich suche Treiber, ne? Herr Gockel hilft da ja immer gerne. Wurde dann auch auf die Firmen-Support-Seite dieses Produktes. Ach komm, nennen wir das Kind beim Namen, das ist Logitech, ne? Also das ist eine Logitech-Webcam. Wurde ich dann auch weitergeleitet. Ja. Ja. Da stehen dann ganz viele Treiber zur Auswahl. Da sind dann hübsche Bilder auch. Da kann man sich dann seine Webcam raussuchen und dann lädt er den Treiber runter. So ist der Plan. Gut. Ich habe also auf diesen Bildern meine Webcam nicht erkannt. Nee, gibt es noch ein kleines Extrafeld. Da steht dann Suchen. Ne? Da kann man die Modellnummer eingeben. Ich gebe diese Modellnummer ein, die da bei mir drauf steht. Keine Suchergebnisse. Da bin ich, glaube ich, im Moment. Ne? Jetzt kommt das Rätsels Lösung. Diese Webcam, die ich hier besitze, die ist schon so alt, dass selbst die Firma Logitech nicht mehr weiß, dass sie diese Kamera überhaupt mal gebaut hat. Die könnte ich jetzt an Logitech schicken. Ich glaube, die vermissen das Modell noch. Das könnten sie sich bei sich in der Firmenfiliale dann in Hauptniederlassung ausstellen in ihr Museum. Sowas haben wir auch mal gebaut, könnten sie dann darunter machen. Ne? Wussten wir gar nicht mehr. Aber sowas haben wir auch mal gebaut. Ja. Also ist das Thema Facecam mit der Logitech-Kamera dann zusammen im Mülleimer begraben worden. Ne? Kam auch nicht mehr in die Männerkiste zurück. Mäh. Ist weg. Damit zu dem kleinen Teil, ne? Onkel Nubis Leben, Kapitel 83. Bin ich hier überhaupt wieder richtig? Berlin, Leipzig? Klingt besser als München. Wir fahren gerade, oder das Navi hat mich hier doch schon wieder von der Autobahn gejuckelt, obwohl ich hätte draufbleiben können, oder?
Das Navi im Dorf, ne? Das macht mich aggressiv. Ist aber auch egal. Wir fahren jetzt nach Leipzig. Dresden, Leipzig. Da fahren wir jetzt längs. So. Dann kommen wir auch mal so ein bisschen hier auf den ETR 2 wieder, ne? Länger als 4 Minuten von dem, was ich so erlebe, muss ich euch ja nicht unbedingt immer antun. Webcam. Das kann auch nur wieder mir passieren, sowas. Mann. Aber jetzt werden natürlich auch einige schreien und sagen, juhu, er hat's nicht getan. Wir müssen ihn uns nicht angucken. Wir haben den ganzen Bildschirm nur für ETR 2 und das ist ja auch nicht schlecht. Immerhin fahren wir hier auf der schönen ProMods. Alto Belgium, guck dir da hinten das Kraftwerk an. Meine Herren. Kann man gar nicht sehen, der blöde Rampenspiegel ist im Weg. Warte mal sehen, ob das klappt. Schon schick, ne? Aber ich sollte den Kurs ab und zu mal so ein bisschen besser halten. Seemann halt den Kurs. So, nach Görlitz. Klar, warum nicht? Ne. Wenn die Durchfahrt von uns in Görlitz gewünscht wird, dann tun wir auch das. Kein Problem. Gleitet hier so entspannt über die Autobahn, ne? So ganz langsam dann demnächst in die Nacht hinein. Also, und wir haben ja noch reichlich Kilometer, ne? 1500 Kilometer von unserem romantischen Verkehrsparkplatz, nicht wahr, Cherie? Ja, oh. Ich hab mich schon wieder von den Naturgewalten ablenken lassen. Das gab fast einmal. Aber zum Glück nur fast. Konzentration. Nicht an die Hügel denken. Ich kann nicht anders. So. Diesmal hat es auch besser funktioniert. Na, Kollege. Läuft ja nicht so schnell, ne? Oh, Spurverengung. Zieh, gib doch auf, ich bin noch schneller als du. Hör auf! Das ging ja gerade noch mal so gut. Die haben sie aber auch schon wieder nicht eilig. Nicht wirklich. Konzentration. Zu viele Schilder. Geradeaus geht's nach Görlitz. Wir müssen Richtung Chemnitz, Dresden. Tut mir leid, Görlitz. Ich komme dann doch nicht mehr vorbei. Könnt euch die Gage jetzt sparen. Ne? Müsst ihr nichts für raustun. Ich erscheine ja nicht. Oh, geht das schon wieder los? Ich und die Schalterei hier im X. F106, ne? Ich glaube, wir werden so schnell keine Freunde. Aber geschafft. Prag, Dresden. Das klingt gut. Die Richtung nehmen wir. Richtung Prag ist schon mal gut. Prag sogar schon mal ausgeschildert, aber da kommen wir ja quasi auch nur dran vorbei, ne? Die Tschechische Republik, wir wollen ja bis nach Bulgarien runter.
Lang ist noch der Weg. Ach komm, 40 hier fahren, ist doch Gilfitz mit anfassen, hier 40 fahren. Ich habe keine Zeit dafür. Hui, geht auch mit 60. Bis er abhebt wieder auf der Achse, ne? Hat aber nicht. Komm du. Ach Gott, nee. PKW-Fahrer. Unglaublich. Ja, ihr merkt, ne, wenn ihr so Terminfracht hinter mir jetzt sieht, ne, die ordentlich Kohle bringt, dann bin ich auch immer gut dabei mit dem Gaspedal. Ne? Dann muss das auch fratzi-fatzi gehen, dann muss das schnell gehen. Dann wollen wir natürlich auch alles für unseren Kunden geben. Apropos geben, gib mir mal die andere Spur da, du komischer PKW-Fahrer. Geht doch. Oh, gefährliche Kurve. Oh, zu schnell. Eieiei, diese Reifen. Ich muss unbedingt, wenn der Auftrag erledigt ist, andere Reifen aufziehen. Also die sind ja mal schön laut, ne? Viel zu laut. So, Grenze. Grenze Deutschland-Tschechien. Nein? Okay, alles klar. Ich wollte nur mal nachgefragt haben wegen Grenzverkehr, aber die Antwort ist nein. Okay, kein Problem. Fahren wir halt weiter. Ich schwöre, die Mehrheit der Zuschauer hat jetzt schon gedacht, ja, Grenzverkehr. Die einzige, die sich sträubt, ist der Jacqueline Chantal hier. Hey, wo ist die Landschaft geblieben? Verdammter Tunnel. So kann ich nicht arbeiten. Wenn ich keine Landschaft sehe, dann kann ich nicht arbeiten. So funktioniert das hier nicht. Schon dunkel. Ist von der Landschaft bald sowieso nichts mehr zu sehen. Verdammt. Das passiert, wenn man Tag und Nacht fahren muss bei so einem Terminauftrag. Dann wird es einfach auch mal dunkel. Und wir keine Zeit für Schläfchen hier jetzt im Augenblick. Höchstens wir gleich wieder so ein kleines Päuslein einlegen. Ein klitzekleines Päuslein für die Jacqueline Chantal. So viel Zeit nehmen wir uns. Zuckelt aber auch hier langsam das Hügelchen hoch. Ne? Man kann ja nur hoffen, dass es bald mal wieder bergab geht hier für den armen kleinen Duff. Damit wir dann auch mal wieder auf Reisegeschwindigkeit kommen. Kollegen stellen sich da alle schon hin zum Schlafen. Ne? Und wir noch unterwegs. Wir unterwegs. Na, der vor uns hat es genauso eilig. Mit seinen Containern. Oh, Hanjin-Container vorne drauf. Du Kollege, halt mal lieber an. Hanjin hat pleite gemacht. Fahr nicht weiter, kriegst kein Frachtgeld. Armer Tracker, hat ihm bestimmt keiner erzählt. Ah, Prag.
Kreisverkehr. So ein Mist. Kreisverkehr. Oh, der kommt angeblasen von hinten. Dachte, ich könnte mich hier noch mal so schön auf die rechte Spur mit verdrücken. Puh, da ist so ein bisschen Kacker gerade in die Hose gerutscht. Na, ihr wisst alle wieder nicht, was ihr tut, ne? Warte, ich helfe euch. Ich mach mal die Bahn frei für euch. Und dann könnt ihr euch dann noch 2 Stunden hinter mir jetzt in Stau stellen. Das ist mir dann ja egal. Ich bin dann mal weg. So. Ja, Entschuldigung, ortsfremd. Hier darf man aber ganz schön schnell fahren durch Prag, ne? 80 Sachen hier so. Läuft hier. Sagt sich der Kollege links auch. Läuft hier. Schon wieder Kreisverkehr. Wir wollen es nicht so übertreiben. Oh Gott. Nicht schon wieder verschaltet hier. Hallo, ich habe da einen Renault-Händler entdeckt. Ich wollte gerade sagen, mach hier mal das Zeichen. Ich habe ihn entdeckt. Mal so nebenbei. Jacquelinchen, habe ich dir schon gesagt, dass ich ein neues Getriebe für den LKW brauche? Nein, kriege ich nicht. Okay. Alles klar. Kein neues Getriebe. Schade, schade, schade. Nürnberg? Nein, wir wollen noch nicht nach Nürnberg. Wir müssen wohl Richtung Wien weiterfahren. Halb Europa schon durchquert hier jetzt. Sogar schon Prag im Dunkeln dabei gewesen. Wo kann man schneller einmal durch Europa reisen als im ETS2, ne? Also, Respekt. Naja, also schnell reisen, wenn der DAF dann mal auf Tour kommt. Ne? Wenn er denn mal, ne? Aber dann. Vielleicht. Oh, falsche Spur. Lass mich mit. Nimm mich mit. Oh Gott. Ich hab fast gesungen. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Zum Glück ging es da so steil bergab, dass es mir selbst mir dann mal der Sattel stehen geblieben ist. Puh. Ja. Reiß dich mal im Schlüpper, so wie du fährst. Das hat ja nichts mehr mit LKW-Simulation zu tun. Trotz eiliger Terminfrachter, so geht das nicht weiter. Ich würde sagen, wir machen da vorne auf dem Rastplatz mal erst eine kurze Pause wieder, damit ich mich mal auf meine Simulationsverpflichtung besinnen kann. So geht das ja nicht weiter. So kann ja hier kein Mensch arbeiten. Genau, fahr mal weg da mit deinem PKW, damit ich hier mal so romantisch durchfahren kann. Alle Parkplätze gehören hier mir. Ich bin hier der Parkplatzwart. Nee, oh, wir sind schon wieder so im Dunkeln. Das ist hier kein Stück romantisch. Kein Stück romantisch.
mit dieser Bombensensation, dass es überhaupt kein Stück romantisch ist, ihr von meiner Facecam weiterhin verschont bleibt. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.